herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Stones Video Tutorials. Ja, ich hatte in einem der letzten Videos meine Skripts bezüglich des RF-Mod-Managements vorgestellt, beziehungsweise in der Hauptsache den RF2-Mod-Updater der Bilder ist vielleicht nicht ganz so interessant, beziehungsweise sehr speziell. In der vorherigen Version, und das habe ich jetzt quasi aktualisiert, bin ich von der Voraussetzung ausgegangen, dass sich in der Definition, also in der Package-Info.dat, die Teamnamen nicht ändern, wenn ich halt das entsprechende Update einspiele. Das ist im Falle von Skin-Packages, wie man sie eben in der Community oder in der Liga benutzt, nicht ganz realistisch. Dort werden meistens personifizierte Teamnamen verwendet, das heißt die Teamnamen, die vorher da gewesen sind oder die Teamnamen ändern sich halt auch, sind dann nicht mehr gültig, beziehungsweise die Definition der Mod würde dann eben nicht mehr hundertprozentig hinhauen. Ja, das Ganze habe ich abgeändert, das wird jetzt berücksichtigt, möchte ich jetzt auch einmal relativ ausführlich zeigen, das heißt, ich baue eine Beispielmod auf und ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze in der Package-Info aussieht und dann auch in der neu gebauten oder in der aktualisierten Mod. Runterladen kann man sich das Ganze wie immer vom GitHub unter meinem Account, packt sich das dann aus auf den Desktop. Ich habe das Ganze jetzt schon mal vorher gemacht und dann sieht das Ganze so aus. Die jetzt hinzugekommenen Dateien hier, bitte nicht dran stören, das ist durch die Testläufe vorher entstanden und ja. Wie gehabt in der Variables PS1, die einmal öffnen und schauen, ob der RF2-Root-Pfad hier oder Parameter stimmt. Und die beiden anderen PS1-Scripts eben auch öffnen, einfach um die Sicherheitsmeldung von Windows zu deaktivieren. Jo, wie gesagt, ich fange jetzt an und baue einfach mal eine ganz einfache Mod. Und nenne die jetzt zum Beispiel mal Example Standard to SRC. Und möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei der SRC bedanken, dass ich für die Freigabe, dass ich hier die Skin Packages eben zu Demonstrationszwecken nutzen kann. Ja, wir nehmen jetzt mal alle Basis Packages vom Studio in der Version 3.6.1, für die ich hier halt ein SRC Package auch von der GT3 World Tour installiert habe. Und da haben wir noch eins. Ups, falsch. So, dann habe ich mir jetzt im Prinzip mein Mod zusammengeklickt, sehe ich hier auch. Den Bentley 2017 habe ich jetzt aus ganz bestimmten Gründen ausgelassen. Und drücke auf Package, auf Install, mache das Ganze dicht und kann jetzt auch im Mod Manager kurz schauen. Ah, hier gibt es von den Durchläufen vorher schon einige Mods, die nehme ich jetzt einfach mal raus. So. Ich habe hier aber mein Standard to SRC und sehe halt hier, habe ich die Version 3.6.1 durchweg installiert. So, schließe das Ganze jetzt mal, gucke mir das kurz in der Package-Info an, gehe ganz ans Ende, weil das ist halt das letzte Mod, was ich gebaut habe. Und sehe hier, da sind halt die vom Studio 397 vergebenen Teamnamen drin, also die eigentlich nur aus dem Fahrzeug, dem Fahrzeugmodell und der Startnummer bestehen. So, jetzt habe ich halt die SRC Skin Packages installiert, in denen befinden sich natürlich die personifizierten oder personalisierten Teamnamen drin, und die möchte ich halt auch bei meinem Update einfach berücksichtigen. Ich mache mir eine PowerShell auf, damit ich das Ganze oder damit ich halt auch ein bisschen mehr sehe, gehe in das entsprechende Verzeichnis und rufe mir das RF2 Mod Updater Skript auf. Keine Parameter übergeben, einfach so und so Gott will und Windows und RF2 läuft das Ganze jetzt auch fehlerfrei durch. Ja, das Ganze ist jetzt durchgelaufen. Offensichtlich fehlerfrei. Zumindest so schnell, wie ich das hier verfolgen konnte. Jetzt steht ja am Ende Starting RF2 Dedicated Server. Das habe ich aktuell deaktiviert. Ging mir jetzt beim Testen einfach auf den Nerv. Wir schauen uns das kurz im Mod Manager an. Da gibt es jetzt ein entsprechendes Mod mit erhöhter Version oder mit der aktuellen Version. Und da sehe ich halt auch, okay, da sind die GT3 World Tour Skin Packages der SRC drin enthalten. Damit würde auch, wenn ich diesen Aufruf wieder aktiviere, mein Dedicated Server gestartet. Das heißt, ich habe dann wirklich ein komplett aktualisiertes Mod. Und wenn ich jetzt in die Package Info reinschaue, dann ist das hier auch eben entsprechend geändert worden.
Das heißt, ich sehe hier zum Beispiel den Aston Martin in der entsprechenden Version und bei der Callaway Corvette hier kann ich auch sehen, Sim Racing Just Fair ist mein eigenes Team. Das ist also eben entsprechend aktualisiert worden. So, nicht nur die Pakete mit ihren Versionen, sondern eben auch die Teamnamen, so dass die Definition der Mod anschließend auch wirklich stimmt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das erspart einiges an Zeit. Ich hoffe, es funktioniert auch bei allen fehlerfrei, muss ich gestehen. Es ist immer ein bisschen schwerer Anlauf mit dem Mod-Manager, der eben kaum Fehlermeldungen rausgibt, wenn man ihn auf der Kommandozeile benutzt. Ja, konstruktive Kritik gerne in den Kommentaren und viel Spaß. Danke fürs Zuschauen.